Jo, hallo Leute. Ja, erstaunlicherweise hab ich mal einen Raum erwischt, in dem 11 Leute drin sind. Ey, ich meine, das ist Premiere. Also Premiere nicht, aber das haben wir schon, ich glaube, lange nicht mehr gehabt. Jetzt könnt ihr mir wahrscheinlich sagen, TT, das haben wir doch letzte Mal erst gehabt. Und dann, na, okay. Aber ich glaube nicht. Das heißt, oh mein Gott, was für ein schönes Spielzeug ich doch da habe. Und wie ich es doch wieder mal verkackt habe, das richtig zu werfen. Wieder wirklich grandios von mir gemacht oder auch nicht. So, und ich bin gespannt, wie wir hier abschneiden werden. Ich denke mal, also es ist, keine Ahnung, das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass in Räumen mit vielen Leuten oft nicht ganz so gute dabei sind. Weil, in kleineren Räumen, wenn dann viele gute dabei sind, da ist das in Ordnung, sage ich mal. Da ist das nicht so schlimm, wenn einer der Guten mal ein bisschen... Ja, was macht er denn? Er fährt rückwärts. Habt ihr das gesehen? Ja. Oh, Husten. Er fährt einfach mal eiskalt in die andere Richtung. Er kennt da auch nichts. Nee, denn die Guten, wenn die hier in so einem Raum, wie ich natürlich gerade, ich bin ja auch verdammt gut in dem Spiel. Also ich bin ja mit einer der Besten in Mario Kart auf der ganzen Welt. Ne? Wenn ich jetzt natürlich irgendwie durch Pech, durch... Was macht er denn? Er fährt wirklich, er fährt komplett andersrum. Ich glaube das nicht. Und er ist da gerade rückwärts gefahren, wenn ich das richtig gesehen habe. Kann das sein? Was macht der Junge? Was ist eigentlich mit dem? Warum fährt er denn rückwärts? Kann mir das mal jemand erklären? Ich glaube, da kann mir kein Mensch erklären, ne? Ja, und wir sehen auch, ich scheine hier wirklich der Beste zu sein. Ich bin ja, weiß Gott, nicht der Beste eigentlich in Mario Kart. Aber so, nein, halt, stopp, nein, das hasse ich, da ist man voll gut gerade, ne, man hat so einen richtigen Lauf und dann kommt so, da kommt er doch schon wieder, wo ist der, der kleine Baby Mario, fährt er jetzt richtig? Da hinten ist, oh mein Gott, da hinten ist mir jemand auf den Fersen, oh, bring's durch! Ab ins Ziel mit dir. Und das war easy. Da war ja wirklich gar nichts, weißt du? Da bist du mit der Peach hier auf der Motorrad-TS-Strecke irgendwie. Hast dir da gerade so neues, so eine neue Harley-Davidson oder so einen Scheiß gekauft. Und was ist? Fährst einfach mal alle in Runde und Boden und kriegst plus 51 Punkte. Aber da seht ihr, so viele gute sind da nicht. Gut für uns, denn wir können ein paar Punkte farmen. Ja, wir haben die Kumo-Weide erwischt. Wunderbare Strecke, wie ich nicht finde. Ich hasse die. Wirklich. Ich mag die Kumo-Weide nicht. Aber ich habe letztens, was heißt letztens, im Rahmen des Specials, was ich ja mal veranstaltet hatte, habe ich ja das Mario Kart 64 nochmal unter die Lupe genommen. Und da ist mir erstmal so... Oh! Das gibt's nicht! Es gibt so viel Scheißwege, ne? Und genau mich trifft der. Ja, leck mich. Ich könnte kotzen. Boah, Gott sei Dank hat mich die Bombe nicht erwischt. Hätte die Bombe mich erwischt, dann wäre Ende gewesen. So, und jetzt Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Leck mich. Alter Takashi. Was soll das? Verdammter Takashi, der Japaner wieder hier. Hä? Was war das denn? Auf einmal hört er auf zu driften. Ja. Ja, natürlich. Natürlich! Weil man ja auch, wenn man eine Kuh fährt, erstmal total den Salto macht. Ist ja auch wieder super realistisch gemacht hier alles. Natürlich! Boah, ich könnte kotzen. Leute, das ist so schlecht gelaufen gerade. Und wieder nur durch so einen Anfangsblödsinn, ne? Was war das denn? Ja, sauber. Ja, ich bin der King of the... Boah, ich bin groß und ich bin der King. Nice. So, damit hatte ich einen kleinen, aber feinen Vorteil dem einen oder anderen gegenüber. So. Ja, Alter. Boah. Wie habe ich das gemacht? War das Pro oder war das Pro? Wie bin ich denn da zwischen die Kühe gekommen? Ich habe keine Ahnung. Nein. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Aber das war ja mal so dermaßen episch gerade. Irgendwie komme ich zwischen die Kühe und dadurch, ne, kein Crash und alles. Richtig gut.
Mein Gott, was war das denn gerade? Und da unten der 7000. Oh, hat der Minus gekriegt, du Loser. Oh nein, Takashi ist letzter. Oh ja, DDS, die heiße Wüste. Ja, die kennt man ja. Zuhauf, und die mache ich auch immer voll gerne. Yeah. Okay, Leute, es geht weiter hier in Mario Kart. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ihr seid bereit für den ultimativen... Scheiße. Ja, da habe ich nicht gehalten, sondern nur nach hinten gedrückt. Dann ganz toll. Genau, TT, er findet jetzt wieder neue Redewendungen. Das war ja ganz toll. Ja, da war wie 1986 in Danzig, als ich da damals den Preis für den kleinsten Menschen in der Stadt bekommen hab. Naja, so groß bin ich ja wirklich nicht. Muss man ja auch mal dazu sagen. Der TT ist nur kleine 1,78 groß. Also zumindest steht das im Personalausweis. Vielleicht bin ich mittlerweile auch kleiner geworden. Ich kann das nicht so genau bestimmen. Aber es gibt ja immer diese Sache, morgens ist man kleiner oder größer. Ich weiß es gar nicht mehr. Wie war das nochmal? Morgens war man kleiner oder größer? Ich kann mir halt gerade auch nicht herleiten. Ich würde sagen größer, aber weil man doch am Tag dann irgendwie Wasser oder, ach, keine Ahnung. Irgendwie sowas war das über irgendwie, ne? So ist halt wie bei so einem Gebäude in Japan, ne? Die sind ja alle erdbebengeschützt. Also was heißt alle erdbebengeschützt, aber hör mal, die können wackeln, die Gebäude, das glaubt ihr nicht. Die haben sozusagen Wackel. Ja. Ja, ach, du bist der andere 7000er. Glaubst du etwa, du hast gegen TT eine Chance? Ich glaube nicht. Ja, den kannst du nämlich nicht abwehren. Boah, du bist so ein Loser, Alter. So, okay. Master TT is in the house. Ja, was war das denn? Ja, das nenne ich Fuck. Das nenne ich Fuck. Das nenne ich Fuck. Hat er ein Glück? Wo kommt er denn her? War er vom Blitz nicht betroffen? Willst du mir sagen, das war der Letzte, der war so dicht dran, oder was? Oder hat er noch einen Stern gehabt, oder was? Kommt er da einfach über die Berge gefahren? Ich glaub's ja nicht. Aber das mit dem Ersten? Ja, plus 20, okay. Das mit dem Ersten, Alter. Das war so ein übelst geiler Abzug für den Joseph. Das war so gut einfach. Ja, wie er getroffen wird, als er mich weghauen will. So, nächste Runde mach ich dich kalt. Ja, das gute Bergland haben wir hier. Das gute Bergland, Leute. Und mein Rivale ist der Joseph. Der komische Mario da. Der hat einfach nur Lack gehabt, der Baby Mario. Aber Skill hat er nicht wirklich, glaube ich. Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass der großartig Skill aufweist. So, und da haben wir noch eine Banane reingelegt. Obwohl, die hat gar nichts gebracht. Die werden ja direkt da reingeschleudert. Gute Tee. Das ist natürlich mal wieder grandios überlegt. So, wuhu! So, und... So... Ja, wer ist da? Ein Japaner? Boah, die Kurve war eng. Die war echt eng. So, okay. Wenn hier jemand die Abkürzung kann, bin ich eh... Naja, nicht weg, aber... Ja, geil. Der Panzer liegt sehr gut. Boah, was habe ich denn für einen Vorsprung? Ja, WTF, was habe ich denn für einen Vorsprung? Was habe ich denn gemacht? WTF? Was hab ich denn für einen Vorsprung, Alter? Das ist ja heftig. Boah, Leute. Nice. Das ist so heftig mit meinem Vorsprung, den ich habe. Ja, oh, oh. Das ist so heftig mit meinem Vorsprung. Boah, das war knapp, das war so knapp jetzt. So, und... Da ist weit und breit kein Mensch. Guckt euch an, was ich für einen extremen Vorsprung habe. WTF? Ja, danke. Danke, toll. Toll, dass ich dann in meine eigene Scheiße reinfahren darf. Toll. Dankeschön. Ey, aber der Vorsprung ist ja echt nicht mehr normal. Der ist ja überhaupt nicht mehr normal. Das geht ja gar nicht mehr. So, ja, aber dann können wir die Sachen natürlich auch ganz
ganz geschmeidig zu Ende bringen eigentlich. So, oh mein Gott, das erste Mal die Kurve vernünftig gekriegt hier. So, ach guck mal, da ist doch der letzte. Überrunden mal oder was? Ah, guck mal da, er fährt richtig professionell, ist bestimmt der Takashi. Jo, und da ist der erste Platz, Leute. Boom! Boah, guckt euch den Vorsprung an. Guckt euch den Vorsprung an, Alter, das konnte kein Mensch auf. Und die sind jetzt immer noch nicht im Ziel. Ja, guckt euch das mal an. Wie heftig ist das denn? Jetzt immer noch nicht im Ziel. Die kommen da gar nicht an. Jetzt ist er erst im Ziel. Boah, Alter, wie heftig war das denn? Das war ja mal mega heftig. Ich verstehe aber auch nicht, warum ich so einen heftigen Vorsprung hatte. Das ist ja echt nicht mehr normal. Und jetzt ist das schon von alleine zu Ende. Boah, sauber, Leute. Und wo ist der Joseph? Der ist gar nicht mehr dabei. Der ist rausgegangen. Toll. Wen haben wir denn da unten? Leon. Leon. Leon haben wir da unten. Ganz unten ist Leon. So, wir sind nur noch 8 Leute. Es sind einige rausgegangen. Und jetzt diese Strecke hier. Und das wird jetzt interessant. Denn wenn ich jetzt verliere, kriege ich ein paar Punkte abgezogen. Und zwar, glaube ich, auch nicht so wenig. Und, naja, man muss ganz ehrlich mal sagen, die Strecke hier, die kann schon gemein sein und wehtun. Wegen den Items. Wenn da jemand Item-Luck hat oder so. Aber mein Vorsprung ist so groß bisher. Da sollte eigentlich nichts anbrennen. Zumindest nicht, wenn ich keinen Fehler mache. Aber das sieht ja momentan nicht so aus, Leute. Boah, das läuft so gut, diese Runde. Das läuft so gut. Oh, Leon. Hey, Leon, was los? So, komm. Und ja, weiter geht's. Das ist natürlich scheiße gewesen. Aber egal. Wir sind noch Erster. Da kommen aber schon die Nächsten jetzt. Ich sehe es schon. Ja, egal. Wir sind Erster. Yay. Sehr schön. Sauber, Leute. Das lief gut. Verdammt geiler Part. Verdammt gut aufgeholt. Nicht so viele Fails. Waren natürlich nicht so gute Leute dabei. Aber von den Punkten her, ist das der höchste Score, den ich... Also es ist nicht der höchste Score, den ich mal hatte jetzt, aber ist es der höchste Score in dem Let's Play? Ich weiß es gar nicht. Wir sollten ja jetzt irgendwie 7800 irgendwas haben. Ich meine, das müsste einer der höchsten Scores sein, die ich in dem Let's Play überhaupt jemals erreicht habe. Ich weiß es gar nicht. Wir sind auf jeden Fall wieder ganz gut dabei, nachdem wir den Neuanfang gestartet hatten. Ja, guckt mal da. Das ist doch mal ein Score, der kann sich schon mal sehen lassen als TT. Und Bullet... Ja, dann lassen wir den Takashi mal alleine, ne? So, jetzt tschüss.